Moin Moin und willkommen zurück in Mittelerde, Schatten von Mordor. Wir haben hier im ersten Part von dem kleinen Netztest uns schon mal ein wenig angucken dürfen, worum es in diesem echt genialen Game geht. Die Grafik ist meiner Meinung nach der Oberhammer, auch wenn ich leider nicht die Ultra-Einstellung nehmen kann, da meine Grafikkarte einfach zu wenig Speicher hat. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wenn ihr den ersten Part auch schon gesehen habt, ich hatte ja drum gebeten, schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr ein Let's Play davon haben wollt. Und hat auch einen Daumen nach oben, wenn ihr das möchtet. Auch hier nochmal, schreibt es in die Kommentarfunktion rein, wenn ihr ein komplettes Let's Play haben wollt. Dann, wenn genügend das möchten, werde ich es mit Sicherheit auch machen. Würde mich freuen. Grundsätzlich natürlich eh immer auch über Anmerkungen und ja, Kritik. Jetzt gucken wir mal weiter. Wir sind hier immer noch da, wo wir beim letzten Part aufgehört haben. Mit Escape kommen wir wie üblich in solchen Spiels immer in Menüs. Yippie. Waffen ruhen. Okay, da können wir auf jeden Fall, wenn wir mal Ruhen finden, die in Sachen packen. Bogen. Dolch. Gut, mehr haben wir scheinbar noch nicht. Runen verfügbar, sagt er mir da. Das heißt, wir können jetzt in den Dolch schon unsere erste Rune packen. Gucken wir mal, was ist das für eine? Orkjäger. Schleichtötung mit der Fähigkeit terrorisieren, rufen zusätzliche Furcht hervor. Episch. Jo. Keine Ahnung, ob man die nur einmal auswählen kann. Die wieder rausnehmen darf. Ich packe sie einfach mal rein. Hm, check. Gut, gehen wir raus. Andere Runen hatten wir nicht. Verbesserung, denke ich, haben auch noch gar nichts. Genau. Sammle XP, um Fähigkeitspunkte zu erhalten und mächtige neue Fähigkeiten freizuschalten. Okay, das ist halt so das übliche XP. Oh, cooler. Ja, cooler Move. Die Hinrichtung da. Egal. XP sammeln und skillen. Wie gesagt, ich habe mir das Game vorher noch nie angeguckt. Ich habe keinen Plan eigentlich, was man hier machen muss. Das werde ich halt mitten im Spiel halt auch so ein bisschen erfahren. Momentan können wir natürlich gar nichts machen, klar. Aber ich finde Skillbaum, Talentbäume auf jeden Fall schon mal geil. Ich mag sowas. Immer schön Talente vergeben können und aufsteigen und sich verbessern. Ich mag das. So, Mirian ist die Währung, mit der du deine Waffen verbessern, sowie deine maximale Gesundheit, Fokus und Elbengeschosse erhöhen kannst. Gut. Sammelstücke findest, daher bekommen wir Mirian, Nebenmission, Herausforderung und zusätzliche Ziele. Machen wir. Alles nach und nach. Fortschritt. Okay, das ist halt so das Übliche. Hauptaufträge, wie viel Prozent wir abgeschlossen haben. Und. Will ich gar nicht wissen. Will nicht, dass es endet. Was für ein Ding? Ja. Hier können wir wohl irgendwas entdecken. Sehen wir dann, wenn es weit ist. Wobei, irgendwas haben wir entdeckt. Da ist ein... Ah, okay, hier geht's weiter. Das sind Ausrufezeichen. Wir haben uns entdeckt. Schön. Wir sind ein Waldläufer aus Gondor. So, wurden am Schwarzen Tor zusammen mit unserer Frau und unserem Sohn getötet. Gut. Okay, lesen könnt ihr selber. Scrollen können wir auch. Cool. Gehen wir mal weiter. Wen haben wir hier noch? Mirian. Okay, das ist jetzt die Währung. Hatten wir schon. Also das ist jetzt hier im Prinzip Informationen zu dem Spiel. Über Mordor. Kann man alles schön lesen. Lassen wir jetzt aber erstmal. Weil wir wollen was vom Spiel sehen. Hier nochmal, wie man einzelne Moves durchführt. Was? Einführung, Aufzehrung. Was ist eine Aufzehrung? Hattet ihr gedrückt, um Feinde aufzuzehren und Elbengeschosse zurückzuerhalten? Ah, das war eh, was ich letztens nicht gelesen habe. Okay. Man kann hier echt eine ganze Menge machen, glaube ich. Und wir müssen hier, steht es oben rechts, den Sklaventreiber finden, töten, vernichten. So, mit M kommen wir auf jeden Fall in die Karte. Wir sind hier, nehme ich an. Ja. Oder? Ich glaube, ja. Schnellreise kann man auch machen. Okay. Informationen sammeln. Mithrilklinge. Gucken wir später mal rein. Wer quatscht denn hier so blöd? Egal. Mit V war irgendwie Geisterwelt. Gucken wir mal. Und jetzt? Komm irgendwie auch rennen. Damit schleiche ich. Ah, rennen ja genau mit Space. Hohen Gebüsch gehen wir automatisch in den Schleichmodus über. Okay.
Können wir auch Blumen sammeln? Nein, schade. Wenn ich diese kleine Ratte sehe. Töte! Matsch. So bekommen wir auch Fähigkeitspunkte. Ey, wo ist der Typ hin? Hallo, hier saß doch gerade einer. Ist er runtergefallen? Ein Sklave haut ab! Ich töte dich! Komm mal nicht hier. Ah ja, genau. Nee, nicht schleichen. So, und jetzt kann ich auf E drücken oder so? Nee, der ist schon tot. Hm, okay. Das mit dem E muss ich nochmal irgendwie... Fähigkeit freischalten, Eingabe. Wir haben schon mal irgendwelche Fähigkeiten zubekommen. Ah ja, guck mal, guck. Wir können jetzt Hinrichtung freischalten. Drücke F, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, um deinen Gegner hinzurichten. Auf deiner Trefferserie nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern wird die Anzeige der Trefferserie rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Okay, mit F. Aufprall. Gekonterte Gegner stolpern rückwärts, werden betäubt oder fallen zu Boden. Auch nice. Ah, hier geht's dann nach unten, ne? Okay. Angriff von oben. Auch schön. Das heißt, von oben auf den Gegner springen. Nur wie oft hat man die Möglichkeit dazu? Elbengleiches Geschick. Stimme deine Landung genau ab, wenn du dich über ein Hindernis schwingst, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsbonus und Trefferserie von plus 1. Hm. Explodieren lassen. Schieß auf Feuerstellen oder Fässer, um sie explodieren zu lassen. Du bist immun gegen Schaden durch Feuer und Explosionen. Ja, das ist auch nice, vor allem wenn mehrere da sind. Betäuben und dann Klingenhagel auf sie fallen lassen. Puh. Was ist denn ein Karagor? Ah, ja. Reiten, Klettern, Kämpfen. Hm. Müssen wir so ein Vieh finden. Keine Ahnung, wie häufig man die findet. Ich habe nur einen Fähigkeitspunkt. Was mache ich jetzt? Aber hier in Richtung dachte ich, geht auch so. Oder nicht? Hm. Verdammt. Ich glaube, ich nehme... Was nehmen wir denn? Angriff von oben. Ich finde das lustig, von Leute von oben herabzuspringen. So, drücke Leertaste, um zu bestätigen. Ja, 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 ja. Achso, da geht's noch weiter. Attribute. Die sind aber noch geschlossen. Okay. Ich schwöre, dass ich etwas bei den Felsen gesehen habe. Es war keine dieser Bleichhäute. Es war eher wie eine graue Haut. Ja, eine graue Haut. So, weiter geht's. Springen. Wir gehen einfach mal hinten zu dieser Wegmarke. Und halten immer so ein bisschen die Umgebung hier im Auge. Vielleicht ist da irgendwo noch so ein Feind, so ein Fieser. Das schwarze Tor, aber... Ist keiner. Kann man hier irgendwie was sammeln? Nö. Na gut. Schade. Ich sammle das so gern. Ich bin doch schon Sammler! Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier so gar nichts einzusammeln gibt. Bam! Bam! Oh, wir haben ihn ganz getroffen, wa? Oh, jetzt haben wir nichts mehr. Was denn jetzt? Achtsamkeit. Das Symbol über den Kopf eines Uruk zeigt seine Achtsamkeit an. Bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht, nämlich das Gelbe und das Rote, das er mich entdeckt hat. Ja, ja. Okay, Elbengeschoss benötigt. Was? Tippe. Hab ich jetzt gemacht? Oh. Ich weiß gar nicht genau, was ich gemacht habe. Da kommt noch einer. So. Das war jetzt die Taste E, was auch immer ich da gemacht habe. Was macht er denn da? Wow. Okay. Nice. Die Moves finde ich echt geil. Blocken. Den können wir killen. Aber nicht das Kontern vergessen. Töte ihn.
Wo ist er denn? Da. Tot. Halte näher an das Feindes E gedrückt, um ihn aufzuzählen und Elbengeschosse zurückzuhalten. Ja, das hat man vorhin, also gerade im Kampf einmal gemacht. Die müssen auf jeden Fall dann wohl lebendig sein. Den Elbengeschossen kann ich dann halt wieder schießen. Nett, nett. Da hinten sind ganz viele. Wollen wir uns damit anlegen? Warum eigentlich nicht, ne? Die Sklaven jetzt mal nicht. Noch ein Duell gewonnen. Schon bald wird keiner mehr gegen mich kämpfen wollen, weil sie alle um ihr Leben. Ach so, ich habe gar kein Elbengeschoss mehr. Sag das doch. Dann hat eh wohl doch nicht geklappt, was ich eigentlich gedacht hatte. Der neue Hauptmann wird viel länger durchhalten als der alte. So viel Schleich mal. Hier war doch gerade einer, wo ist er denn? Da. Da kommt einer. Den können wir doch bestimmt, wenn er an uns vorbeischleicht, killen. Ich habe mich gut geschlagen in der letzten. Verdammt. Das ist leider gesehen. Warum hast du mir den jetzt nicht geschnappt? Okay, das mit der Steuerung, das muss ich tatsächlich noch so ein bisschen anpassen, beziehungsweise mir aneignen, wollte ich sagen. So, den können wir jetzt killen, weil er auf dem Boden liegt. Achso, E wollte ich gedrückt haben. Ja, Mist. Das habe ich E gedrückt, oder? Ah, okay. Gedrückt halten. Stand ja auch da, ne? Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Auch wieder in diesem Spiel. E gedrückt halten, zerrt die Gegner auf. Wo gehen wir hin? Dein. Was ist los? Der Hauptmann ist ganz nervös. Sagt, er hätte Ghule in der Nähe gewittert. Ach, da oben. Den können wir mal töten. Bam. Kopfschuss. Headshot. Da hinten sind wir am Ziel. Gehen wir mal rein ins Licht. Ah, okay. Aufträge startet man dann erst. Okay. Hier sind wir beim Sklaventreiber. Wie das sich da verhält, sehen wir dann ja wohl nochmal beim nächsten Let's Test. Wie am Anfang schon erwähnt, schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr ein Let's Play sehen wollt. Gebt mir einen Daumen nach oben und ich werde auch weiter zocken und euch das zeigen. Bis zum nächsten Mal erstmal. Bis dahin, gehabt euch wohl.